Mr. Lincoln, sagen Sie uns bitte, wie Sie die Familie innerhalb der Gesellschaft sehen. Gerne. Eine starke Stellung der Familie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft ruht. In der heutigen Zeit mit ihren aufgemotzten, pferdelosen Kutschen und den anstößigen Magazinen mögen viele Ehrlichkeit und Treue als veraltet ansehen. Ich aber sage voller Stolz, dass ich meiner wundervollen Frau Mary Todd seit über 140 Jahren treu bin. Ich habe einer anderen Frau niemals auch nur hinterher gesehen. Seid gegrüßt, elender Pöbel. Erdlinge, der Tag des jüngsten Gerichts steht kurz bevor. Diese Wahl erinnert mich an eine lustige Geschichte. Chester A. Arthur und der Papst fahren zusammen in einem Kanu auf dem Amazonas. Plötzlich springt ein Kandirufisch ins Boot, verschwindet im des Papstes und klammert sich in seiner fest. Arthur schnappt sich den des Papstes mit einer Zange, woraufhin sein auf die Größe einer Wassermelone anschwillt. Daraufhin sagte der Papst, danke. Das letzte Mal, als das passiert ist, wollte McKinley unbedingt... Halt, nein, ich glaube, ich habe den Witz falsch erzählt. Ich glaube an eine Weltgemeinschaft, in der Amerika nur ein Teil von vielen ist. Wir müssen unsere Konflikte beiseite schieben und mit den Ländern dieser Erde zusammenarbeiten, vereint durch ein gemeinsames Ziel. Die vollkommene und endgültige Auslöschung der gottlosen Belgier. Ich werde für einen neuen Wohlstand in ganz Amerika kämpfen. Ein Huhn in jedem Topf. Und umgekehrt. Werde ich gewählt, verspreche ich euch eine Rückbesinnung auf eine glücklichere Zeit in der Geschichte Amerikas. Nämlich auf die Tage, als noch riesige Echsen die farnüberwucherten Sümpfe des Mittleren Westens auf der Jagd nach den ersten Säugetieren durchstreiften. Diese Wahl erinnert mich an eine lustige Geschichte. Chester A. Arthur und der Papst fahren... Plötzlich springt ein Kandirufisch in und klammert sich in... Arthur die Größe einer Wassermelone. Daraufhin sagte der Papst... Halt, nein, ich glaube, ich habe den Witz falsch erzählt. Ich werde Amerika einen. Mir schwebt ein Amerika unter einem Herrscher vor. Einem Herrscher mit eiserner Faust. Ein Hase, ein Gesetz. Andersdenkende und Regimekritiker werden nicht geduldet. Max wird über alle wachen. Ich habe einen Traum, Amerika. Zu Anfang spiele ich in einer Nackteiskunstlaufproduktion von Tod eines Handlungsreisenden, aber ich habe mich nicht vorbereitet und kann meinen Text nicht. Dann fängt es plötzlich an, Marshmallows zu regnen, aber das ist in Ordnung, denn die Bäume bestehen aus Vollkornkeksen und Schokoladentafeln wurden als offizielle Währung eingeführt. Ich glaube, dass wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dieser Traum Realität werden kann. Außer der Angst selbst brauchen wir nichts zu fürchten. Abgesehen natürlich vom Chupacabras, Madre de Dios, der wird uns alle töten. Das war's. Immer schön cool bleiben, Amerika. Mit seinen Ansichten zur Stellung der Familie hat Lincoln bei den Leuten richtig Eindruck gemacht. Er sollte sich lieber mal etwas locker machen und das Leben genießen. Es wird schwer werden, deine Umfragewerte zu verbessern. Ich habe doch schon demonstriert, dass ich meine Unterlippe über meinen Kopf ziehen kann. Was wollen die Leute denn noch? Sie wollen für Lincoln stimmen. Dagegen sollten wir was unternehmen. Okay, machen wir weiter. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Ich sitze vorne.
Hey, Abraham Lincoln ist wirklich ein toller Kerl. Moment, was rede ich denn da? Ist das eine neue Bewerbung? Ja, sie ist von einem Freund von uns. Mal sehen. Das ist doch nicht der Abraham Lincoln, oder? Er ist groß, hoch angesehen, liebt Theater, hört sich perfekt an. Puh, der Kerl ist nicht mal annähernd so gut zu vermarkten wie ich. Meinst du, dein Computer kann ein Date für ihn finden? Ach was, Computer? Der Mann ist perfekt für mich. Oh, aber er hat keine Telefonnummer angegeben. Wenn ihr ihn das nächste Mal seht, gebt ihm meine Telefonnummer. Ich würde ihn gern mal näher kennenlernen. Hin, Sam. Wir fahren zum Weißen Haus. Oh, klasse! Mr. Lincoln, wir haben eine Dame gefunden, die perfekt zu Ihnen passen würde. Sie hat einen Job und sogar noch alle Zähne. Ich würde Ihnen gern Ihre Nummer geben, damit Sie sich mit ihr treffen können. Für so eine kleine Nummer zwischendurch ist bisher noch jeder Präsident zu haben gewesen, stimmt's? Was? Das ist doch völlig absurd. Ich bin seit über 150 Jahren glücklich verheiratet. Ich würde mich niemals einer anderen Frau zuwenden. Oh, verstehe. Dann sind die Gerüchte also wahr. Was für Gerüchte? Ach, nicht. Auszeit. Max muss einen wichtigen Termin bei seinem Therapeuten wahrnehmen. Ich glaube, wir stehen da kurz vor einem Durchbruch. Mr. Lincoln, möchten Sie an das Publikum vielleicht eine kurze Rede halten? Vielen Dank. An diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. Heute ist der Tag, an dem wir Amerika wieder zu seiner alten Größe verhelfen. Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses, aber nicht über den Menschen, sondern zu ihnen. Nur ein Mann kann unsere Nation durch diese schweren Zeiten führen. Ich, Abraham Lincoln. Ich bin dieser Mann. Es ist nun Zeit zum Handeln. Vielen Dank. Puh, da habe ich ja von der Telefonauskunft schon mitreißendere Reden gehört. Wie war das? Hey Lincoln, Captain Ahab hat angerufen, er will seinen Bart zurück. Ich polier dir gleich die Fresse, du Idiot. Heb dir das für die Diskussionsrunde auf, Max. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. Wen rufst du an, Sam? Sibyl. Hallo? Abe? Bist du das? Ich, Abraham Lincoln, bin dieser Mann. Oh, Mr. President, es ist mir eine Ehre. Ich habe die Bewerbung gesehen und wollte fragen, wollen wir nicht mal zusammen ausgehen? An diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. Meine Güte, du bist aber ein Charmeur. Also gut.
Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses. Im Weißen Haus also, okay. Und wann wollen wir uns treffen? Es ist nun Zeit zum Handeln. Ich polier dir gleich die Fresse, du Idiot! Wie bitte? Ich hab das eben nicht ganz verstanden. Ich werde deine Eingeweide fressen und deine Seele verschlingen. Was? Ey, was ist los mit dir? Wir sehen uns. Ich muss weg. Kurzum... Die Familie ist das Fundament dieser Nation. Treue, Ehrlichkeit und Respekt der Familie gegenüber müssen wieder zu den Grundwerten eines jeden Amerikaners werden. Kandidat Max, Ihre Antwort darauf? Mr. Lincoln! Anscheinend gibt es eine Wortmeldung aus dem Publikum. Es ist eine Frau, aber nicht Kandidat Lincolns Ehefrau. Oh, hi Sam. Hi Max. Sei gegrüßt, unbekanntes Flittchen. Abe, ich bin hier. Bist du bereit für unser Date? Was? Ich habe diese Frau noch nie zuvor gesehen. Aber wir haben doch telefoniert. Du wolltest mich unbedingt treffen. Meine amerikanischen Mitbürger, glaubt mir, ich habe mich niemals mit dieser Frau verabredet. Für ein bisschen Spaß ist sie also gut genug, aber wenn es ernst wird, machst du einen Rückzieher. Aber warum tust du mir das an, Abe? Das vorläufige amtliche Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Offenbar wird der ehemalige Sitcom-Star Max der neue Präsident der Vereinigten Staaten werden. Mit ungewohnter Einigkeit haben alle Parteien energisch eine Neuauszählung der Stimmen verlangt. Wir hören mal schnell die Meinung Abraham Lincolns im Weißen Haus dazu. Schalten wir nun zum Rasen vor dem Weißen Haus, wo Kandidat Lincoln eine Ansprache halten wird. Ihr habt wohl alle den offen. Ihr Vollidioten! Er hat die Nachricht besser als erwartet aufgenommen. Demokratie! Ich mache euch alle zu meinen Hypnosklaven! Max, der Robo-Lincoln wird die gesamte Ostküste versklaven, wenn wir ihn nicht aufhalten. Ist doch egal, ich bin jetzt Präsident der USA. Lass uns irgendwen in die Steinzeit zurückbomben. Nicht irgendwen, Max. Abe Lincoln muss sterben. Ja,